Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Hogwarts Legacy. Meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das freut mich wirklich sehr, denn wir machen heute natürlich weiter. In der letzten Folge haben wir das dritte Duell gewonnen. Das war heikel, möchte ich sagen. Nicht ganz so heikel wie das zweite tatsächlich. Entweder bin ich besser geworden oder ich bin besser geworden. Ja, und heute geht's weiter. Verloren? Damit habe ich nicht gerechnet. Den Rand, du. Guck mal, wie ich aussehe. Geil. Wir sehen uns. Huch. Du bist unschlagbar, was? Ja. Schade, dass es vorbei ist. Ich wurde gerade erst warm. Halt's Maul. Ist eh keine Chance. Ja, was steht jetzt an? Was steht denn jetzt überhaupt an? Was können wir. Wann zum Teufel werden eigentlich hier die Talente freigeschaltet? Das ist ja auch irgendwie komisch. Aber okay. Gut. Ist ja jetzt nicht wichtig. Ich würde sagen, wir gucken mal gerade auf die Aufträge. Oh, da ist gar nicht so viel. Gefangener der Liebe. Da müssen wir zu Diggory. Das ist die Hauptquest quasi. Und die Schlüssel haben wir natürlich noch. Aber dann würde ich sagen, dass wir das jetzt auch erstmal weitermachen. Warum denn auch nicht? Wir sind Level 15. Das ist weltweit gesehen einer der höchsten Ränge, die es derzeit gibt. Bei Hogwarts. Ach du Scheiße, wo müssen wir denn hin? Nee, ich wollte zur Weltkarte. Wir müssen durch Ach, das war das, die Nummer, ja. Wir müssen durch Hogsmeade durch. Und dann da hoch. Das heißt, wir müssen hier erstmal hin. Und ja, dann hier einfach hin. Dann machen wir das doch. Sehr schön. Sehr schön. Schauen wir uns da mal um. Was ist da? Was ist da für eine Landschaft? Ja, was ist da für, was sind da für Gegner? Ja, was ist da überhaupt irgendwas? So, ja, hier ist dieser Platz, an dem wir mal gegen einen Troll gekämpft haben. Was ist hier? Hier wird musiziert, ja? Kann ich da, ja, guck mal, hier, Trinkgeld. Was hat er verdient? Das ist ein schwebendes, Grammophon. Was soll ich hier machen? Schneide ich gerade diesen Busch? Habe ich den jetzt geschnitten? Okay. Why not? So, jetzt gehen wir hier Richtung. Ja, Steinflippen. Jetzt gehen wir hier Richtung. Ja, in welche Richtung gehen wir denn? Wir müssen hier hoch, offensichtlich. Dann machen wir das. Und wir machen jetzt hier. Ja, überall Schlösser, die wir nicht knacken können. Mit Schätzen in den Häusern natürlich. Was ist denn jetzt für Musik hier? Oh, schön, guck mal. Ein Feld mit ganz vielen Sonnenblumen. Aus dem Weg! Hier sind wieder Schafe. Schafe bedeuten eigentlich immer, hier kommen jetzt Gegner. Da war auch ein großer Pilzbaum hier. Kann man die ernten? Nee. Was ist nicht solche hoch? Ja, ne? Da sind irgendwelche Gegner. Was für Gegner ist die Frage? Fast alle in meiner Familie. Oh, guck mal hier. Ist ein du wirkst müde. Wieso habe ich nur noch zwei Tränke? Haben die jetzt ernsthaft mir das abgezogen? Ich dachte, bei den Duellen wird das nicht. Ach, shit, ey. Ich hatte sieben, jetzt sind es nur noch so wenige. Ja, haben die irgendwas fallen lassen, die Penner? Offensichtlich nicht. Was denn hier? Hier ist gar nichts. Nur so ein kleines Koboldlager. Ja, das greife ich nämlich auch direkt wieder an, weißt du? Einfach mal die Fresse zu halten. Das hier ist so eine Kiste. Lass mich da ran. Blöde Säcke. Oh, hier gibt's aber ordentlich auch mal was zu essen. Schön hier die Hähnchenschenkel. Ja, aber nichts zu looten. Gar nichts. Ist das Öl. Hier ist auf jeden Fall irgendein Eingang oder so.
Kann ich das aufdengseln mit dem Ding hier? Nobody knows. Oh. Das ist ein Hühner. Naja gut, gehen wir erstmal weiter. Boah, hier gibt's die Kürbisse, Leute. Hier gibt's die riesigen Kürbisse. Sorry, ich wollte nicht kaputt machen. The fuck? Ich sage dir, Callum, der alte Squib hat es auf dich abgesehen. Du hast schon seine Debakel mit Toiletten fühlen. Was? Urkomisch nebenbei. Mir. Er wird nur sagen, dass du aufpassen sollst. Er weiß, dass du noch mehr Unfug sein. Er wird alles tun, dir das Handwerk zu legen. Und noch schlimmer, es würde mich nicht überraschen, wenn er sich an den Werkzeugen in deinem Schuppen zu holen. Ich kann nicht verhindern. Okay. Ja, gut. Aber er scheint irgendwie erwischt worden zu sein. Liegt ja mal Leiche rum. Ihr seht das? Dass hier in eurem Feld einfach jemand liegt? Nein? Nun, ich habe es euch gesagt. Ich bitte euch, euch darum zu kümmern, bitte. Das geht ja gar nicht. Jetzt sind wir hier mitten in so einer Agrarwirtschaftsregion. Wer hier wohl gelebt hat? Duell? Oh. Das macht Spaß. Komm her, du Kropfmilbe. What? Habe ich deinen Hund zerstört? Das ist kein Fest. Alter, wie krank bin ich denn drauf? Die Tierwesen in der Nähe können jetzt ruhig schlafen. Gib mir dein Loot, du. Blauer Turban, ey. 3 Gold, sag mal, was ist denn hier? Alter, Nomadenhut. Ey, heute ist mit dem Loot nicht gut, du, das sage ich euch, aber hier ist ja gar nichts. Anstatt mir mal hier irgendwie richtig krassen Stuff zu geben, ist hier nichts einfach. Was ist hier eigentlich los? Hier ist übelste Klippen. So, wir nähern uns dem Ziel. Ich weiß jetzt, ich hoffe nicht, dass wir jetzt so krass kämpfen müssen. Ich habe nur 2 Tränke. Das ist nicht viel. Der Mondstein. Was hier für eine geile Aktion? Kann ich da mitmachen? So ein Typ auf dich zugerollt. Vor allem mit so einer geilen Brille. Alter, ja, gut, dann. Das muss der Ort sein, den Minister Diggory meint. Warte mal, erstmal hier. Helen muss hier irgendwo wohnen. So, hier. Oh, hier haben wir Sumpfkrattler-Warnung. Interagieren. Achtung, Sumpfkrattler gesichert. Gesichtet, Vorsicht. Wo denn? Kann ich ihn killen? Wir gehen mal hier rein. Ah, da sind sie ja. Schön, dass sie meinem Rat gefolgt sind. Moin. Brief. Boah. Ihr könnt das jetzt so lesen. So. Drückt einfach auf Pause. Ich habe jetzt keine Lust, zu viel zu lesen. Alter, hier gibt es erstmal schön das Gold. Schön einen Apfel auch. Schön gesund auch mal leben. Hier ist schon wieder ein Brief. Okay, könnt ihr auch lesen. So. Hallo, Helen. Hier gibt es auch wieder einen Brief. Sehr viele Briefe hier. Sehr viel zu lesen. Könnt ihr alles lesen. Einfach nur Pause drücken. Aber da wären wir morgen hier noch bei der Folge. Das muss nicht. Oh, ein Hochlandschal. Siehst du, kaum bei Helen gibt es hier den Hochlandschal. So. Madame Thistlewood? Ja. Ich habe Ihren Großonkel in seinem Porträt im Gemeinschaftsraum getroffen. Er schickt mich. Schön, dass Sie hier sind. Onkel Eldridge glaubt, dass das Buch und dessen fehlende Seiten für einen ungelösten Fall aus meiner Zeit als Aurorin relevant sein könnten. Also gut, ich bin ganz Ohr. Vor Jahrzehnten verschwand der Schüler Richard Jackdaw nach einem Treffen mit einer gewissen Anne.
Seine Leiche wurde nie gefunden. Als sein kopfloser Geist in Hogsmeade auftauchte, ohne zu wissen, wie er gestorben war, wurde er in des Mordes bezichtigt und nach Azkaban geschickt. Zum Großteil war das der Aussage von Apollonia Black geschuldet. Sie war wohl eifersüchtig auf Anne. Schrecklich. Aber ich wüsste nicht, wie ich helfen kann. Annes Alibi war etwas verworren. Sie sagte, Jackdaw habe ihr Abenteuer versprochen. Mit einer Karte auf ein paar Seiten, die er von Peeves gestohlen hatte. Sie denken, Peeves hat diese Seiten aus dem Buch gerissen, das ich in der verbotenen Abteilung fand? Wenn man meinem Großonkel glauben mag, ja. Zumindest ist das die Vermutung der Porträts in Hogwarts. Anne zufolge hat Jackdaw sie gebeten, mit ihm der Karte zu folgen. Aber zuerst sollte sie einige Rätsel lösen, die er ihr aufgab. Seltsame Art anzubandeln. Sie behauptet, sie habe nicht einmal sein erstes Rätsel gelöst und ihn folglich auch nicht getroffen. Jackdaws Geist verschwand fast so schnell, wie er aufgetaucht war. Ohne Jackdaws Rätsel, die Seiten oder seine sterblichen Überreste, wurde Anne allein aufgrund von Apollonias Falschaussage nach Azkaban geschickt. Ich verstehe nicht. Wie kann ich helfen? Ich glaube, dass Anne das erste Rätsel inzwischen gelöst hat. Aber nach ihrer Zeit in Azkaban ist sie nur noch ein Schatten ihrer selbst. Sie spricht mit niemandem, dem sie nicht traut. Und sie traut niemandem. Also spricht sie mit niemandem. Wenn jemand wie sie mit ihrem Wissen um die Seiten mit Anne sprechen würde, könnte sie neue Informationen preisgeben. Eine schreckliche Geschichte. Wenn Sie meinen, dass es hilft, begleite ich Sie. Das wäre wunderbar. Ihr Mut und Ihre Freundlichkeit sind wirklich beispielhaft. Meine frühere Tätigkeit als Aurorin hat seine Vorteile. Wir können direkt neben ihr apparieren. Ich habe Minister, Professoren und viele andere an diesen verfluchten Ort gebracht. Schüler noch nie. Aber ich passe gut auf sie auf. Fresse, hast du mal meine Brille gesehen? Können Sie mir mehr über Apollonia Black sagen? Ein elendes, rachsüchtiges Mädchen. Sie behauptete, dass Anne gedroht habe, den Jungen zu töten, der ihr Herz gebrochen hatte. Der Einfluss der Blacks auf gewisse Leute im Ministerium und die Tatsache, dass Anne muggelstämmig ist, besiegelten ihr Schicksal. Ich dachte, dieser Rassismus wieder los, ey. Muggels und so, muggelstämmig. Das arme Kind. Sie war nie sonderlich klug. Und dieser Mangel an Intellekt wurde ihr zum Verhängnis. Ich vermute, dass Jackdaw und Apollonia nur mit ihr gespielt haben. Wer hätte denn mit seinem Tod gerechnet? Azkaban hat ihr zugesetzt. Sie macht mir Vorwürfe, weil ich ihre Unschuld nicht bewiesen habe. Ich würde ihren Namen gern reinwaschen. Ja. Sie sagten, Jackdaws Geist sei kurz aufgetaucht und dann verschwunden. Wo könnte er hin sein? Ich weiß es nicht. Offenbar war er schon immer etwas rastlos. Wollte ständig Abenteuer erleben. Wenn ich raten müsste, hatte er genug von Schottland und ist irgendwo am anderen Ende der Welt. Alles klar. Na schön. Dann los. Machen Sie sich bereit. Wir apparieren gemeinsam. Keine Sorge, mir ist noch niemand zersplintert. Was? Bis bald und passen Sie auf an diesem furchtbaren Ort. Es dauert nur einen Moment. Azkaban. Was sollen wir denn da, Leute? Moin. Das sollte sie erstmal fernhalten. Womöglich verspürt sie jedoch eine Welle der Verzweiflung. Sie wird vorübergehen. Vielen Dank für die Warnung. Es ist ein wirklich trister Ort. Aber wir werden nicht lange bleiben. Folgen Sie mir. Die Dementoren können uns jetzt nichts tun. Trotzdem, Vorsicht. Ich hätte nie gedacht, dass ich Azkaban mal von innen sehe. Diese Dementoren. Nicht mal ich konnte das Ministerium dazu bringen, sie wegzuschicken. Solche Monster braucht es nicht. Ja, Freunde. Detektiv hier am Start. Vorsicht vor Anne.
Jetzt sind wir hier in so einem Zauberergefängnis. Alter, ich kann nicht rennen oder so, ne? Ich will auch keinen Loot verpassen. Hier gibt es bestimmt den Ultra-Loot. Ja, da krümmt sich einer am Boden darum. Zauberstab würde ich euch allen Crucio verpassen. Du jagst mir keine Angst ein. Hey, warum konnte ich jetzt auf einmal rennen? Juckt mich nicht. Kommt jemand, um mir Essen zu geben? Nee, gar nichts. Ist da wer? Das wird mir in der Schule niemand glauben. Denken Sie daran, dass Anne schon lange hier ist. Die Dementoren sind nicht nett. Haben Sie Geduld und sprechen Sie leise und respektvoll mit ihr. Mit wem? Sind Sie Anne? Wer ist da? Wer spricht? Spricht mit mir. Der Tod, der mich endlich holen kommt. Ich bin ein Schüler aus Hogwarts. Ich habe das Buch gefunden, das sie entlasten soll. Ah, das Buch. Das ist es, was ich suche. Im ganzen Land kein Magier die Seiten fand. Der tückische Halunke in seine Höhle sich stahl. In Upper Hooksfield entschied sich mein Schicksal. Ich glaube, ich verstehe. Sie meinen, die fehlenden Seiten sind in einer Höhle? Bei Upper Hooksfield? Hooksfield. Die Ruine ein Gewölbe enthielt. Ein Gewölbe in Ruinen bei Upper Hooksfield. Ich schätze, ich könnte nachsehen. Es ist wert den Versuch. Sieh nach. Finde die Seiten aus deinem Buch. Helen, ich weiß, du bist hier. Komm etwas näher zu mir. Was ist denn? Hat die geboxt, Alter, was geht? Sie sind verletzt. Gehen Sie. Die Höhle. Sie sind in Sicherheit. Sie haben, was Sie brauchen. Ich schaff's schon, sobald ich... Tod. Rip. Aber, Madame Thistlewood, ich... Na gut. Ich finde Jack aus Höhle. Erstmal nochmal rein dabei hier. Aber hier ist nichts Neues, ne? Nee. Ja, gut. Gut. Geht in die Richtung. Hier ist auch ein kleines Dorf. Adolf Beaumont ist noch nicht zurück. Dorothy Sprottle. Verzeihung, haben Sie gerade Adolf Beaumont erwähnt? Ja, ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin Dorothy Sprottle. Ich sorge mich nur um Claire Beaumonts Bruder Bardolf. Ja, diese ganzen Namen, ne? Er wurde wer soll denn hier die Magie praktizierte. Ich selbst sah ihn in der Nähe einiger Ruinen mit Rockwoods Leuten. Ich fürchte, er hat Ärger mit den Erschwinderinnen, vor allem wenn er Versprechen machte, die er nicht halten konnte. Ich würde selbst bei der Suche helfen, aber niemand will riskieren, auf Renrocks Anhänger zu treffen. Sie scheinen überall zu sein. Wenn man halt nur so alle Woche mal aufnimmt, dann ist man einfach wieder raus und hat diese ganzen Namen nicht ständig parat. Ehrlich gesagt, wer ist Helen gewesen eigentlich? Woher kennen wir die? Wer hat uns die gesagt? Das Bild? Nur das Bild? Oder war das die, die hier früher auch mit dieser Magie? Ich weiß es nicht. Hör auf. Warum sollte Bardolf sich mit den Erschwinderinnen einlassen? Wer ist Bardolf jetzt auf einmal? Er geriet mit Renrocks Bardolf Hitler oder was? Das hat ihn verändert. Riesengag. Er wollte sich nie wieder machtlos fühlen. Ich glaube, er hat die Erschwinderinnen aufgesucht, um ihre Geheimnisse zu erfahren. Victor Rockwood zumindest scheint immun gegen Renrocks Anhänger zu sein. Ja. Könnte Bardolf nicht einfach davongelaufen sein? Nein,
Bardolph hat den Laden sein ganzes Leben lang mit Claire geführt. Er würde ihn für nichts aufgeben. Er hat geschworen, in 2 Wochen zurückzukommen. Mein Gefühl sagt mir, er wird festgehalten oder Schlimmeres. Alter, dann hätten wir jetzt auch noch Bardolph oder was? Jede Hilfe ist gern gesehen. Sie könnten zuerst mit Claire sprechen. Vielleicht weiß sie etwas, das ich nicht weiß. Bardolph wurde zuletzt im Wald gesehen und trug dabei einen ganz bestimmten Wollpullover. Ja, komm. Einen, den Claire selbst gestrickt hat. Claire wird in ihrem Laden sein, wenn sie mit dir reden wollen. Hüter des Bruders. Hier wird richtig abgedanced, oder was? Wird von Ranrocks Anhängern terrorisiert. Was hast du denn jetzt? Halt doch mal, ey, du kannst mir nicht einfach... Ach, das ist Claire. Ich konnte nicht umhin zuzuhören. Erwähnten Sie Ranrocks Anhänger? Ja. Ich denke die ganze Zeit an so einen Anhänger. Ich hätte gedacht, dass Sie so blutig vorgehen. Ich bin übrigens Claire Beaumont. Sehr erfreut. Ranrock und seine Anhänger haben hier ein Lager aufgeschlagen. Ohne Rücksicht auf unser geliebtes Dorf und unsere Existenz. Einfach skrupellos. Mein Bruder Bardolph wagte es, sich gegen sie aufzulehnen. Und landete dafür im St. Mungo. Ich weiß einfach nicht weiter. Wie kam Ihr Bruder Bardolph nach St. Mungo? Ach, Bardolph hatte den ganzen Tag Kräuter und Wurzeln für uns gesammelt. Als eine Gruppe von Ranrocks Leuten auftauchte und die Ernte für sich einforderte, weigerte sich Bardolph standhaft. In ihrem Zorn schleuderten sie ihn gegen einen Felsen und raubten ihn aus. Als er St. Mungo verließ, schwor er Rache. Ich habe Angst, er könne sich an eine Art Magie versuchen, die er noch bereuen wird. Alter, der werde ich sowas von retten. Ranrocks Anhänger haben hier ein Lager aufgeschlagen. Wo genau? Im Süden, hinter dem Fluss. Ich habe gehört, dass in jedem Lager etliche von Ranrocks Anhängern sind. Ich wage mich nicht in ihre Nähe. Warum verlassen Sie die Gegend nicht einfach? Upper Hawksfield ist mein Zuhause. Bardolph und ich sind hier aufgewachsen. Nein, wir geben nicht nach. Sobald mein Bruder zurückkommt, sehen wir, wie es weitergeht. Er sucht Rat bei Victor Rookwood. Ich habe das nicht gut geheißen. Aber vielleicht bringt es uns ja doch was. Bei Rookwood, der ist doch böse. Ich kenne Ranrocks Anhänger leider sehr gut. Vielleicht kann ich etwas tun. So sehr ich sie auch loswerden möchte, will ich nicht, dass sie verletzt werden. Oder Schlimmeres. Halt die Goschen. Bitte seien Sie vorsichtig. Ich bin ein halt knallharter Hund, auch wenn ich nicht so aussehe. Wir nicht in Angst leben müssen. Das ist unsere Heimat. Räume die Koboldlager, geil. Was ist denn das? Schatzkarte. Kann ich das nehmen? Habe ich das genommen? Eine Karte. Scheint nicht zu den fehlenden. Ich glaube, ich hole mir hier gerade ordentlich viele Aufträge. Ich sollte sie mitnehmen. An Land. Ist ja nicht schlecht, ne? Hey, du! Verzeihung, Mrs. Sprottle. Ach, das ist Mrs. Sprottle. Gibt es etwas Neues zum Verschwinden von Bardolph Bowman? Nein. Ich habe mit Claire gesprochen. Sie ist immer zu. Nein! So, ja, was machen wir denn jetzt zuerst, ist jetzt die Frage. So viele Aufträge. Also wir haben das Lagergedöns, wir haben einen Hauch von Liebe. Das ist die Schatzkarte, die wir gerade gefunden haben, ne? Dann haben wir den Hüter des Bruders, vorgeschlagene Stufe 17, oh. Ja, guck mal hier, da machen wir erstmal Lager abreißen hier. Komm, Freunde, wenn das Stufe 2 hat, dann sind die Lager ja gar nichts. Räume die Koboldlager, komm hier auf. Haben wir nicht eben schon eins weggeballert? War das vielleicht nicht eins von da, von denen? Nee. Ich guck mal gerade auf die Map. Okay. Die beiden. Das und das. Okay, dann müssen wir doch in die andere Richtung. Was ist denn hier? Geil, Wein. Und ein... Was ist das? Ach, die Scheiße. Geh mal weg, du. Oh, guck mal hier zu. Ja.
Ludi-Lud. Hier ist wieder so eine... Incendium. Die krieg ich sogar auf. Reiner gewarnt. Und eigentlich... Nein, jetzt geh doch. Ach komm, geh mir doch nicht auf den Sack. Ey, was macht er denn? Geh jetzt da runter, Mann. Bist du doof oder was? So, in die Richtung. Hatte die jetzt eigentlich irgendwas zu verkaufen? Nee, ne? Die verkauft nichts, glaube ich. Aber wir machen mal, bevor wir jetzt kämpfen, gehen wir gerade ins Inventar. Nee, in die Ausrüstung. Wir haben ja ein paar neue Sachen. Ich glaube, hier eine Brille, die ist aber nicht besser. Nein, nein, nein. Aber wir haben einen Schal oder was war das? Nee, den haben wir an. Und das hier ist aber besser. Plus 3 Offensive. Ja, guck mal, das sieht auch besser aus. Viel passender. So. Was ist denn das für ein Sound? Okay, wir nähern uns mit großen Schritten dem ersten Lager. Das wird natürlich jetzt einfach. Punkt. Schön, dass du mal vorbeikommst. Ja klar, lang nicht gesehen. Raimund, da ist das erste Lager. Okay, das sind aber schon ein paar, ne? Aber egal, wir bouncen. Oh, der hat sich hierher geblieben. Guck dir den an. Du machst gar nichts. Du bist einfach tot. Ein lästiger Mensch weniger. Unverschämt. Ich verstehe es nicht, wirklich. Du bist aber nicht. Du weißt ja nicht, mit wem du lernst. Ach, stimmt, ich habe ja Expelliarmus. Ich werde nicht ruhen. Ist gut. Es ist zu spät, um deinen Fehler einzusehen. Leider jetzt kein Trank mehr, ey. Ein Lager erledigt, eins übrig. Danke für diese Rechnung. 1A, dass mir das auch nochmal gesagt wird. Trotzdem, blöd. Ist doch, es sind halt doch mehr, als man denkt. Hier wird trotzdem einfach weitergearbeitet, das gefällt mir. Allerdings fände ich ehrlich gesagt so ein bisschen mehr Loot schon ganz geil. Also wenigstens so Heiltränke, Gelöt. Wie soll ich denn jetzt das da hinten schaffen? Weißt du? Naja, wir versuchen es. Wir versuchen es. Ein lästiger Mensch weniger. Das ist doch das, was ich schon gemacht hatte. Das kann ich nicht. Fuck. Alter, wie kann das sein? Das kann nicht wahr sein, ey. Fickt euch. Aber der eine hat mich einfach die ganze Zeit getroffen. Was ist da los? Das ist doch unmöglich. Ja.
Du bist zum Sterben hier, was? Wer redet da eigentlich? So. Schon passiert. Wer kommt? Wo wacht? Was ist hier los? Das ist peinlich, was? Ey, wie schnell hat er denn bitte wieder dieses rote Ding? Alter, es macht so keinen Sinn, ne? Ich kann nichts gegen den tun, weil er die ganze Zeit den Scheiß da hat. Stirb. Was ist hier eigentlich los? Hier ist eben so ein Ding. Was habe ich jetzt getan? Beende den Kampf zügig. Was war das? Du wirst aber reuen, hier zu sein. Da ist es jemand. Ein lästiger Mensch. Alter, natürlich. Das habe ich doch nie gesehen. Ach komm. Was ist denn das jetzt gewesen? Ich habe nichts verstanden. Ich dachte, dass der Kampf komplett abbricht, wenn ich jetzt nicht in der Zeit wieder da bin, weil ich was anderes gemacht hatte. Jetzt bin ich mitten im Kampf, oder was? Mein Gott. Ich werde nicht ruhig. Ich will, dass du mal vorbeikommst. Ein lästiger Mensch. Ich bin ja... Revelio. Ey, was soll ich denn da machen? Ich meine, der hat einen Amboss an den Kopf gegeben. Macht denen das nichts? Das ist doch lächerlich. Beide Lager erledigt. Yes. Madame Bowman wird sich freuen. Yes. Leute, würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haben wir ja doch noch geschafft hier, den Scheiß. Weil ich einfach ein geiler Zauberkünstler bin. Ich sag tschüss, macht es gut, bis zum nächsten Mal, euer Brilli.